Hallo zum zweiten Kinderstadtwoche. Wir sind Christoph und Lorenz und begleiten euch heute durch die Sendung. Heute im Programm: Beitrag übers Restaurant, eine Werbung zur Milchbar, die Witze-Show und Kia. Los geht's mit dem Beitrag zum Restaurant. Verstehst du dich gut mit deinen Kollegen hier bei der Arbeit beim Restaurant? Ja, ich verstehe mich ganz gut. Wie fühlst du dich bei dieser Arbeit? Ich finde, dass es sehr viel Spaß macht und ja, das ist toll. Backt oder kocht ihr eure Gerichte selbst? Also bekommt ihr zum Beispiel, keine Ahnung, Brot von der Bäckerei oder macht ihr alles selbst? Ja, also wir machen eigentlich fast alles selber, nur ein paar Sachen haben wir halt schon da. Was genau machst du bei deiner Arbeit? Also ich backe, so wie Apfeltaschen oder so. Sehr cool. Dann haben wir noch eine letzte, sehr wichtige Frage für uns. Und zwar, beschreibe das Ganze, was du hier erlebst oder die Freunde und deinen Kollegen mit einem Eigenschaftswort. Aufregend. Aufregend. Sehr schönes Wort. Danke für das Interview. Tschüss. Da kriegen wir gleich Hunger. Passend dazu jetzt die Milchbar-Werbung. Was ist euer beliebtester Milchshake? Also für mich der Schoko-Bananen-Shake. Für mich auch. Bei mir ist es der Bananenmilch. Was bietet ihr noch an? Mit frischem Obst. Alex und Lisa. Ja, und Fruchtmolke. Warum seid ihr die beste Milchbar der Welt? Weil wir die besten Milchshakes verkaufen. Ich stimme dazu. Ja, ich stimme auch zu. Lecker, Milchshakes. Jetzt geht's weiter mit ein paar Witzen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Witzetisch. Ich bin heute Ihr Moderator Moritz und ich begrüße jetzt Jonas. Hallo, ja, ich erzähle euch heute einen Witz von mir, von meiner Kindheit, und da geht so: Ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn, er schaltet das Radio ein, Michael Jackson, dann schaltet er um, 2017, dann schaltet er wieder um, für das liebe Sandmännchen, und heute dann mal Polizist. Und frage, wie heißen Sie? Michael Jackson. Wie alt sind Sie? 2017. Für wen halten Sie mich eigentlich? Für das liebe Sandmännchen. Das war ein sehr lustiger Witz, Jonas. Clara Maria Schinwald. Heute habe ich Carina Dachsecker bei mir. Sicher weißt du, Carina, dass wir heute das Thema Witze haben. Also, Hast du für uns einen Witz vorbereitet? Ja, habe ich. Nämlich: Johanna zum Papa. Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Papa, geht in Ordnung. Johanna, wirklich, ich liebe dich über alles. Papa, an Heiligabend. So, Johanna, dein Friseurtermin steht. Danke, das war sehr witzig. Man hat gemerkt, dass du dich sehr bemüht hast bei der Auswahl des Witzes. Ja. Hat es denn selber etwas mit dir zu tun, dieser Witz, oder? Nein, eigentlich nicht, aber ich finde ihn selber ganz schön witzig. Okay, danke. Das war lustig, aber ich kenne auch einen Witz. Ein Mädchen kommt in die Tierhandlung und sagt, ich brauche eine Schildkröte. Der Verkäufer gibt ihr eine Schildkröte. Geht sie heim, ein paar Minuten später kommt sie wieder und sagt, Schildkröte hat heiße Füße. Sagt der Verkäufer, okay, dann kriegst du eine andere. Ein paar Minuten drauf kommt wieder sie. Die Schildkröte hat heiße Füßchen. Sagt der Verkäufer, was machst denn du da mit deiner Schildkröte? Brumm, brumm, brumm. Und jetzt kommt noch ein Beitrag über die Kia. Hallo, ich bin Marie aus dem Ministadt-TV-Studio und werde heute Julia und Sebastian aus der Kia Fragen stellen. Also als erstes, gefällt Ihnen der Beruf?
Ja, der Beruf gefällt mir sehr gut. Und Ihnen? Ja, also auch mir gefällt er sehr gut, vor allem weil er sehr abwechslungsreich ist. Man arbeitet sehr viel mit Kindern und jeden Tag lernt man eigentlich was Neues. Und wieso gefällt er Ihnen so gut? Weil es für, also ich finde, es ist eine sehr sinnvolle Aufgabe hier. Wir schlichten viele Konflikte und bilden auch Kinder aus, dass sie selber Konflikte schlichten und lernen den Kindern etwas über Kinderrechte, also über die Rechte, die jedes Kind hat. Und das finde ich auch selber sehr interessant. Und was macht ihr eigentlich so wirklich in eurem Beruf? Bei der KIA arbeiten momentan. Also bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Ja, ich meine jetzt, was ihr in eurem Beruf macht. Also hier. Ja. Ach so. Magst du antworten? Ja, also die Julia hat eh schon einen Teil gesagt. Hier in der Ministadt vor allem geht es darum, Kinder zu Streitschlichtern und Streitschlichterinnen auszubilden. Das bedeutet, wenn Konflikte irgendwo auftreten im Rahmen der Ministadt, dass sie ihn selbstständig lösen können, dass sie eigenständig arbeiten können. Nebenbei informieren wir auch über die Kinderrechte, über Methoden, wie man Streit schlichten kann, bevor er aufkommt, was passiert, wenn er schon mal aufgekommen ist. Und Verschiedenes informieren auch über die Kinderrechte. Also ein sehr buntes Angebot. Okay. Könnt ihr euren Beruf mal in 5 Worten erklären? Konflikte schlichten und Frieden stiften. Okay. Oh, 5 Worte, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, ich kann mir eigentlich nur an das, was die Julia gerade gesagt hat, anschließen. Ich glaube, wenn man es wirklich auf die Quintessenz reduzieren möchte, glaube ich, ist es wirklich dieser kleine Spruch. Gibt es etwas, was euch an eurem Beruf stört? Mir fällt jetzt nichts ein. Vielleicht hier. Ich könnte so jetzt auch nichts sagen. Also ich denke mal, es ist sehr schön, unser Beruf, dadurch, dass die Kinder sehr aufnahmebereit sind. Das heißt, viele wollen die Ausbildung machen und stehen auch wirklich dahinter. Das heißt, sie setzen sich dafür ein, dass die Kinderrechte auch im Rahmen von der Ministadt gewahrt werden und auch, dass es zu keinen oder zumindest zu weniger Konflikten kommt, diese schnell gelöst werden können. Also von daher finde ich, wie du schon gesagt hast, eine sehr sinnvolle Aufgabe und auch eigentlich eine sehr zufriedenstellende. Danke für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für das schöne Interview. Danke an euch. Das war's auch schon wieder mit der Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.